Verdammt sein die Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett, selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Banden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lordregenten verhängten Ausgangssperre? Ja, pass auf. Da gibt's wieder mal zwei Runen. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Da bin ich und weit drauf. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. Dem geht es prächtig. Kauft und verkauft immer eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen. Sicher, sicher. Wenn er mit exotisch etwas so übel riechendes wie das Hinterteil einer Hexe meint, dem fürstlichen Arzt wird es auch gut gehen, bis er den falschen Mann hintergeht. Damit. So, er geht da rein. Der ist schon mal gut. Der gute Mo. Weg damit. So, den habe ich schon mal entsorgt, gell? Und da hinten habe ich gesehen, streunt ein Köter rum. Hallihallo, ich bin's. Der Meisterdieb. Was? Was zum? Oh, Gruppe, hab mich gewonnen. Sextant. Aha. Die sind da drin, im gleichen Haus. Tybia, Neidbrecher. So, da gibt es wieder einen Tresor, gell? Die Kombination kenne ich natürlich nicht. Rune, Windy. Scheiße, schön, Tresor drin. Die Rune im Tresor. Und die Kombination kenn ich nicht. Gibt einen Hinweis? Ah, nicht, oder? Also, irgendwo hingekritzelt hätten. Ein Klo drin? Ah, nicht, oder? Ich hab mich wundern. Hab ich ja, der Noni. Der Nachbar. Du wirst mich nicht aus meinem Haus zerren? Der Regent. Na, der Mann. Mit dieser Beklagerei. Ab damit. Bodytalk. Der erste Tagebucheintrag. Gut brauche ich. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen.
Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Ja, Kumpel, bin ich nicht interessant nur? Zweiter Eindruck. Aber ja. Kein Code, gell? Haben wir nix. Scheiße. Die Scheinwerfer. Immer noch so weit. Gibt es. Gib ihn durch. Ja, pass auf, da war doch irgendwo dieser Köter. Wo ist er? Dieses Vieh. Der unter mir? Der Halt, da ist. Der Schuss in den Ofen. Wer? Die Scheinwerfer. Ja, der Liver gut. Wird ein Spektakel, wenn sie sich in Asche verwandeln. Spektakel. Es gab Zeiten, da konnten wir Sinne. Auch ohne diese Dinge in Schach halten. Seit der Seuche erwartet keiner von denen älter als 20 zu werden. Da kann sie nichts mehr erschrecken. Aber der da unten, ha? Komm mal, der Helfer. Hilfe, ich bin futsch. Ich hätte die Kinder mit mir helfen. Oh, ich hab ein Rad unten, ha? Wir wissen, dass du hier bist. Den muss ich, den Softtop dran. Finde dich schon noch. Der Hans, da ist. So ist er. Warte mal, der Köter da hinten. Ich weiß, dass du hier bist. Na Mann, dein Problem kommt. Und der Köter, wie schaut aus? Ratten, habt ihr Hunger? Köterwochen. So. Sag dann doch, du bist er, hä? Für die Flanke. Vielleicht aber nicht.
Jetzt werde ich da rundum bleiben, schau. Komm ich durch. Da geht nix. Die Dildo? Wofür geh? Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine. Warte, Karl-Heinz. Komm ich gleich. Mal sehen, was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme. Pass auf! Da drüben steht er. Ich werde ihr das einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Oh, beruhig dich, Apparat. Ich glaube, wenn der loslegt, dann brot er mich weg. Das wäre alles nicht so schlimm, hätte der verdammte Idiot Corvo nicht die Kaiserin getötet. Was ist das? Wollen wir nicht. Köter, ich komme. Aber ist gut. Wolfshund. Einmal schreiben. Sie muss es verstehen. Ja, boom, Schluss damit. Und der da erinnert. Der Penner bis ich. Hierher! Warum klappt das? Der wollte nicht anders. Der wollte treffen. Falscher. Hallo Freunde! Trifft ihr gut? Bin gut. Komm mal, noch Tür. Scheiße! Ja, bin ich in der Grunde rausgekommen. Die Scheinwerfer. Geh mir oben. Ich glaube, unten ist ein bisschen gemütlicher. Brandbolzen. Dann kommen die hohen Türme und dann das Quartier des Hauptmanns. So. Um den du. Dann kommt der Dunwall. Und dann der Hauptmann. So, nochmal zwei von den Hamper. Drüben ist auch, ne? Und die depperten Scheinwerfer. Das ist die. Sasch. Ich will's von dir hören. Sonst lernst du es nie. Der Geld sagt es noch. Ja, Freunde, wenn ich bitten darf, etwas Bewegung. Der Hans da ist. Was zum... Boom, war nix. Er muss hier irgendwo sein. Killalarm. Schleich nur, jetzt hab ich dich. Ja, jeder. Der Fechtmeiter. Wir fechten. Scheiße, ausgefecht. Er war kein großer Verfechter. Was war denn das? Na gut. Zumindest geht nicht mehr. Beim Outsider. Aus der Schusslinie.
Wachen! Du wärst blöd! Du klappst das! Au! Ja, boom! Nicht aber lästig! Ich glaube, ich sollte öfter die Nachtsicht benutzen. Der Pfeilblitzer gegen meine Feinde, jawohl. Du, warte mal. Da gibt es noch, achso, da war die Rune im Tresor. Den konnte der Mausengewinn noch nicht, gar nicht. Ohne Code. Könnte man sie, warte mal, wie schaut denn aus? Geh mit um, nicht geh. Der Hals da ist. Da ist kein Schwein mehr daheim, schön. Du hast mir die gerade noch irgendwie dummig gemacht. Wie schaut du aus? Könnte man ja theoretisch. Tun wir, oder? Oder geht da was? Sowieso kommen. Achso, na gut. Hört mal. Da unten, da unten. Gibt da was? Ein paar Münzen. Warten recht. Warte mal, der Windstoß. Was sind denn? Da hängt der Jüg. Der Arsch. Passt auf ihn auf! Ja, boom. Nicht der leiseste Windstoß. Wie schaut der da aus mit den Scheinwerfer? Da drum. Rebum, Schluss damit. Ein Führer Sokolov. Und der wohnt da drüben. Der Schlingel. Geh wieder oben, nicht, oder? Habt ihr da rennen mich?
Aha, nicht das. Sollte ein bisschen auf der Hut sein, wenn ich so rumtrampeln. Au! Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, der Toppel ist Lüder und Erfi brennt. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ja, alles nice. Ich glaube, es ist alles in Ordnung. Bei den Augen des Outsiders langsam krieg ich Schiss. Ja, das ist die Frage, wie komme ich durch? So zumindest nicht, gell? Herr Ruppe. Alle Tödliche kommen von hinten. War das oft? Der flockt da drin. Also. Nassbruder. Du, sag mal, Kumpel, wie schaut denn aus? Mit der Maske und der Tätowierung. Hey, bin kein Verbrecher. Sammel bloß Flusskriecherperlen. Sie haben mich verfolgt. Musste den Fang verstecken. Hilf mir, ich zeig dir, wo die Perlen sind. Teile auch mit dir. Perlen? Stopp, dann nicht um. Wir teilen uns die Perlen. Was immer du willst. Sie bringen mich um, lassen mich absaufen. Du brauchst einen Schlüssel, um mich zu befreien.